Es ist ein Schlag gegen die internationale Drogenszene. Weltweit durchsuchten Einsatzkräfte in einer groß angelegten Razzia insgesamt über 100 Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräume in mehreren Ländern. Und das mit Erfolg. Es kam zu mehreren Festnahmen. Im Mittelpunkt des Einsatzes stand der Kampf gegen den weltweiten Drogenhandel. Großrazzien in Deutschland wie hier in der Ruhrgebietsmetropole Essen durchkämmen schwer bewaffnete SEK-Kräfte Privathäuser und Lagerhallen von Verdächtigen, stellen Beweise sicher, darunter auch eine Megaplantage mit weit über 1000 Cannabispflanzen. Wir haben geschlafen um 6 Uhr morgens und dann sind wir vom riesenlauten Knall wach geworden. Erstmal sehr befremdlich natürlich, sehr komisch. Derjenige, der da vorher gewohnt hat, der wurde auch von der Polizei abgeführt. Neben Nordrhein-Westfalen gab es weitere Razzien auch in Hessen. Dabei soll es ebenfalls zu Festnahmen gekommen sein. Einzelheiten wollte die Polizei noch nicht herausgeben. Im Fokus der Ermittlungen die mutmaßlichen Drahtzieher internationaler Drogengeschäfte. Ihnen waren die Ermittler auf die Spur gekommen, nachdem sie zuvor monatelang Nachrichten eines eigentlich verschlüsselten Krypto-Chats ausgewertet hatten. Eine Art WhatsApp der Unterwelt, in der sich tausende Kriminelle austauschen und zu illegalen Geschäften verabreden. Doch dem amerikanischen FBI war es gelungen, das System zu knacken und die Nachrichten live mitzulesen. Aus diesen Systemen ließen sich dann Informationen destillieren, die dazu geeignet waren, sich teilweise in Echtzeit in diese Kommunikation mit einzuschalten und diese auch mitzuprotokollieren. Das ganze Ausmaß der Aktion wird wohl erst im Laufe des Dienstags sichtbar, wenn die europäische Polizeibehörde Europol in Den Haag Einzelheiten zur Aktion bekannt geben will. Gemeinsam mit Vertretern des amerikanischen FBIs sowie Ermittlern aus den Niederlanden, Schweden und Australien. Und eben in Essen, da wurden ebenfalls Räumlichkeiten durchsucht und dort ist mein Kollege Christian Schmidt. Christian, erzähl uns doch mal, was da gestern bei euch in Essen passiert ist. Ja, hier in Essen, da wo ich stehe, wurde gestern zugeschlagen. Spezialkräfte der Polizei haben hier ein Bürogebäude gestürmt. Man sieht hier noch Glasreste liegen. Da wurden die Scheiben aufgesprengt und dahinter wurde eine ganze Cannabisplantage ausgehoben. Über 1000 Pflanzen hat man da gefunden. Dazu eine spezielle Lüftungsanlage sichergestellt, Lampen, alles was dazugehört. Insgesamt wurde ein ganzer LKW voll an Beweismaterial sichergestellt und dann abtransportiert. Ja, und das Ganze hier in Essen, die Razzia, ist nur eine von insgesamt 100, die ja gestern, wie wir eben gehört haben, zeitgleich weltweit stattgefunden haben. Frage. Also eine weltweite Razzia. Was war sonst das Besondere an dieser Aktion gestern? Ja, das Besondere ist, dass diese Krypto-Chats, also ich sag jetzt mal Messenger-Dienste, die die Unterwelt nutzen, die wurden geknackt vom FBI in den USA. Da gelang es den Ermittlern, diese Chatverläufe mitzulesen, teils über Monate und an Informationen zu gelangen. Und dann gab es gestern eben diesen Schlag, einzigartig kann man sagen in der Geschichte, gegen das organisierte Verbrechen weltweit in 16 Ländern, in Schweden, in Australien, in den Niederlanden und eben in Deutschland haben dann gestern die Fahnder zugeschlagen, größtenteils in Deutschland muss man sagen. Im Raum Frankfurt und eben hier im Raum Essen gab es diese Durchsuchungen. Ja, und alles Weitere soll heute dann mehrere Details noch bekannt gegeben werden im Laufe des Tages auf einer Pressekonferenz. Wir werden dann natürlich am Ball bleiben und hier auch bei Welt fortlaufend informieren. Dankeschön, Christian, für den Moment nach Essen.